Moin Moin hier von Banks Games, hier sind wir wieder zu einem neuen Video und heute geht es um ein kleines, aber feines Tippvideo. und zwar wollte ich euch ein paar Tipps geben. Fangen gleich mal mit dem interessantesten an. Und zwar geht es um die Goldaxt, wie man die herstellt. Ihr braucht natürlich erstmal für die Goldaxt die Bauanleitung. Und die bekommt ihr, indem ihr 100-mal eure Axt zerstört. Also ganz simpel, ihr müsst nur 100-mal eure Axt zerstören. Dann würde ich euch natürlich raten, immer die Wackeläxte herzustellen, also die billigste Variante. Also die hier, die Wackelaxt. Dann gibt es ja noch die Steinaxt. Und dann gibt es auch noch die Axt. Genau, immer, ich würde euch immer raten, die Wackelaxt herzustellen. Und einfach dann 100-mal herstellen und 100-mal kaputt machen. Und dann habt ihr schon das Rezept für die Goldaxt. Und das war's auch schon. Mehr gibt's dazu nichts zu sagen. Was ich dann noch natürlich sagen kann, ist, es gibt halt diese drei verschiedenen Axtvarianten. Die Wackelaxt ist natürlich die schlechteste Variante, wie auch die Wackelschaufel und so weiter und so fort. Von allem könnt ihr ja nochmal eine bessere Variante herstellen. Aber bei der Axt gibt's zwei verschiedene. Einmal die Steinaxt und die normale Axt. Die Steinaxt hält tatsächlich ein wenig weniger durch, finde ich, als die Axt. Allerdings, die normale Axt, finde ich, ist auch nicht gerade vorteilhaft, wenn ihr auf eurer eigenen Insel seid. Denn wenn ihr die normale Axt benutzt und dreimal gegen einen Baum schlagt, dann geht dieser Baum kaputt, also der ist weg. Das heißt, wenn ihr hier dreimal gegen den Apfelbaum schlagen würdet, wäre der kaputt. Ich habe jetzt hier die normale Steinaxt ausgerüstet, kann euch das mal zeigen. Mit der Steinaxt wird nämlich nichts passieren. Ich schlage dreimal rauf, zack, zack, zack. Und die hält länger als die gute Wackelaxt. Also ich laufe auf meiner Insel immer mit der normalen Steinaxt rum, nicht mit der Axt. Wenn ich aber Expedition mache, dann wähle ich die Axt, weil ich dann einfach schnell die Insel abgrasen kann und alles abholzen kann, was das Zeug hält. Dann als nächsten Tipp, das habt ihr eben gerade schon gesehen, immer eine Werkbank dabei haben. Ich habe immer eine Werkbank dabei. Es ist so ein kleiner, aber feiner Tipp, wie ich das schon am Anfang rausgehauen habe. Kleine, aber feine Tipps. Ja, eine Werkbank würde ich immer dabei haben. Dann lauft ihr hier rum, macht irgendwas und dann denkt ihr, oh nein, ich muss ja nochmal jetzt eine neue Axt herstellen. Die habe ich leider nicht, da habe ich leider keine Werkbank dabei. Dann musst du erstmal wieder ganz zum Haus zurück und so weiter. Nein, einfach immer eine Werkbank dabei haben. Ganz simple Sache. Damit die Werkbank nicht so viel Platz wegnimmt, ihr seht schon, ich habe hier ein ziemlich großes Inventar. Könnt ihr bei Tom Nock, entweder im Rathaus oder wenn ihr noch nicht so weit seid, dann halt in seinem Zelt. Genau, dann könnt ihr bei Tom Nock an den Bankautomaten gehen. Hier kann man ja immer die Nock-Meilen einlösen. Das würde ich dann auch auswählen. Und da gibt es halt die Kategorie Besonderes. Und darunter könnt ihr dann immer, also nicht immer, zweimal insgesamt, könnt ihr euer Inventar vergrößern. Das kostet dann, glaube ich, 5000 Meilensteine. Lohnt sich aber auf jeden Fall, weil ihr müsst nicht immer so schnell zurück und das Inventar wieder leeren und so weiter. Deshalb würde ich das auf jeden Fall machen. Wenn ihr das Problem habt, dass eure Bäume nicht wachsen, kein Problem. Ihr müsst die einfach nicht zu nah am Strand pflanzen und auch nicht zu nah an anderen Bäumen. Immer ein wenig Abstand halten, daran wird es liegen, also da gibt es jetzt keinen besonderen Grund. Ich habe mich halt am Anfang gefragt, ja, warum wächst der denn jetzt nicht? Ich habe den halt hier auf dem Rasen gepflanzt und der ist halt nicht gewachsen. Ja, und ihr könnt täglich, wenn ihr den Laden freigeschaltet habt, mal im Laden vorbeischauen. Nepp und Schlepp haben jeden Tag immer einen heutigen Top-Ankauf. Und den würde ich auf jeden Fall immer auswählen. Hier habt ihr es gesehen, Muschellautsprecher oder sowas waren das gerade, habe ich gerade zu schnell weggeklickt. Auf jeden Fall könnt ihr den herstellen und ihr kriegt das Doppelte an Geld für diese Sachen. Also ich hatte schon ein paar Sachen dabei, die mir wirklich geholfen haben, die auch wirklich dann was bringen. Zum Beispiel, wenn man Unmengen an Holz im Lager hat und eh nichts damit vorhat und dann haben die da irgendwas, was man aus Holz herstellen kann, würde ich das einfach machen, weil ja, gibt auf jeden Fall gut Kohle. Noch ein kleiner Tipp, der dazu kommt. Es geht wieder um den Bankautomaten.
jeden Tag, wenn ihr euch am Nockportal einloggt, kriegt ihr immer eine kleine Prämie. Das heißt, ich würde auf jeden Fall einmal am Tag mich einloggen, weil ihr kriegt dann immer eine kleine Nockmeilen-Prämie. Das heißt, ihr kriegt immer so ein paar Nockmeilen. Dann am einen Tag sind es 50 am ersten, am zweiten Tag sind es dann 80, am dritten sind es dann 100 oder 150 und so weiter. Das steigert sich dann immer von Tag zu Tag. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall mindestens einmal am Tag, einmal kurz an den Bankautomaten zu gehen. Und das war's auch wieder für heute von meinem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein kleines, aber feines Tippvideo für Animal Crossing. Und ich bedanke mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.